Hallo, heute gibt's schon das nächste Unboxing von mir. Und zwar habe ich mir von der Brandnews Box wieder was schicken lassen. Das ist jetzt eine Kochbox und zwar Sallys Kochbox. Die habe ich jetzt erstmalig. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, dann gibt es jetzt auch zum ersten Mal bei Brandnews. Und da dachte ich, das muss ich gleich mal ausprobieren. Ich bin gespannt, was drin ist. Und ich möchte euch auch jetzt nicht länger warten lassen. Jetzt geht's gleich los. Die Sachen sind im Kühlversand geliefert worden, ist alles gut verpackt, alles fühlt sich noch schön kühl an. Und ja, die Box ist bis oben hin voll und da kommt mir auch schon das erste leckere Produkt entgegen. Das ist von Barilla Pesto Basilico. Das war auch in der aktuellen Coolbox drin, da habe ich auch schon ein Video davon gemacht, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Dann geht es weiter mit Bäckers Bester Tomatensaft. Ein Produkt von Deli, das ist rein pflanzliche Schmalz, Zwiebel mit Äpfeln verfeinert. Von Bonduelle gibt es Kürbis. Dann kommt ein Produkt, die Firma kenne ich schon, die nennt sich Saldoro. Das ist jetzt ein Ursalz, mittelgrobe Körnung. Ich habe da auch schon eins in einer leckeren Chili-Variante, das ich sehr gerne verwende. Dann gibt es von Milram einen Quark, der war auch in der Coolbox drin, habe ich schon probiert, der schmeckt sehr, sehr lecker. Das ist jetzt kein Produkt, aber da ich schon mal in der Hand habe, kann ich euch das zeigen. Das sind diese Coolpacks, mit denen diese Boxen bestückt werden. Die dienen zum Kühlhalten der Ware. Ist schon etwas aufgetaut, aber in der Mitte ist immer noch ein gefrorener Kern. Und die Produkte sind wirklich alle ganz kühl bei mir angekommen. Dann kommt ein Joghurt von Luv und zwar mit Mango. Dann nochmal ein Produkt, das auch von der Coolbox schon bekannt ist. Das ist von Philadelphia Cottage Cheese. Dann ein Käse von Milram Müritzer Herzhaft. Und von der Rügenwalder Mühle das vegetarische Mühlenhack. Dann ein Reibekäse Finello. Und ein frischer Blätterteig von Tante Fanny. Dann gibt es nochmal ein Milram-Produkt, das ist ein frischer Schmand. Und von Brunch gibt es Buttrick Frisch, extra zart mit frischem Rahm. Dann ein Käse, das ist Castello extra cremiger White. Und von Alpenhain ein Camembert-Creme Natur. Dann haben wir von Rama, das ist eine Kochcreme pur. Und jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Das sind 6 Tortillas zum selber füllen. Und jetzt zeige ich euch alle Produkte nochmal in der Übersicht.
So, das ist also der komplette Inhalt der Sally Kochbox von Brenius. Ich muss sagen, ich finde die Box wirklich toll. Also die war voll gefüllt mit vielen Sachen. Auch wenn ich schon einige kenne aus der Coolbox, habe ich mich trotzdem sehr gefreut, denn die Sachen sind alle lecker. Und falls ihr auch mal Lust habt, eine Box von Brenius auszuprobieren, da gibt es ja mehrere Varianten dieser Boxen, dann könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung sehen, da habe ich euch einige Links beigefügt, da könnt ihr euch ja gerne mal umschauen. Falls euch mein Unboxing gefallen hat, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Ich freue mich auch über Kommentare und wenn ihr mögt, abonniert meinen Kanal. Und jetzt wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag.